Ich habe gerade eine Kirche neben ein Abwasserendrohr geplatziert. Alter, ohne Scheiß, ne? Sind die irgendwie dumm, diese Typen aus Apartment-Etage 3? Guck mal, ich habe direkt neben denen eine Polizeiwache gestellt. Da sind 6 Leute drin und die machen minus 25.000 am Tag. Ich kann die Leute nicht verstehen. Oh Gott, so viel Donuts kann kein Mensch essen. What the fuck? Polizisten essen doch immer Donuts. Und sind in den USA. Der Zugstrecke ist hier, brumm brumm. Ach, ich wollte hier. Was ist das gelb? Achso. Hier so einen Hafen bauen vielleicht. Mal gucken, wie viel der kostet. Boote! Der bringt auch Einnahmen, oder? Was? So ein Hafen, der bringt auch Geld. Ich bin gerade parksam, ich kann gerade nicht. Ich will nämlich nur wohlhabende Bürger in meiner Stadt haben. Ich habe schon einen Erfolg verdient, ja, hier komm, mit dem. Jo, ich habe einen fairen. Dieses, wenn man ganz wohlhabend und höchste Stufe von Dichte haben, tun hat. Lol. Anlese 57 Verbrecher auf freiem Fuß. Ja, komm, das kann man auch noch anlegen. Schön. Guck ich erstmal um die Feuerwehr. Haben sie überhaupt einen Weg? Dann haben sie bisher nicht. Okay, Weg. Eine ausreichende Nivellierung ist nicht möglich. Überlappung der Straße. Ich kann hier nochmal Upgrade machen. Mach ich gleich alles ausbauen und so. So jetzt hier so eine Anbindung zu kriegen. Ich könnte natürlich jetzt da übertriebene Brücke drüber bauen. Aber mal eine Brücke drüber bauen, weil ich es kann. Warum ist der Neigungswinkel denn hier zu groß? Egal. Ich will doch nur das. Ja, Anbindung. Ich habe soeben gemacht, das sieht man nun von einer Seite in. Lol. Ich habe gerade irgendeine Stadt abgetrennt, glaube ich. Was wie denn das? Die Autobahn verläuft ja durch meine Stadt. Alter. Ich habe da ein Stück abgerissen. Du bist aber ein böser Bube, David. Ich glaube, meine Stadt ist jetzt abgeschnitten. Warte. Haha. Und deine auch. Was? Ja. Alter, fick dich. Wo? Ey, wir können jetzt nicht mehr alle auf ein Großprojekt zugreifen, ne? Das sieht so witzig aus. Nein, ich verbinde die wieder. Ich wollte das jetzt nur machen, weil da zu viele. Lol. Ich kann das gar nicht mehr machen. Was? Warum das denn? Der tut nur so, der blufft, der will dich verarschen. Nein, ich habe das wirklich gemacht. Ich glaube ihm wirklich, dass er das gemacht hat. Nein, aber wahrscheinlich geht das immer noch. Ja, klar. Ja, aber da kommen keine Autos mehr halt. Ah, jetzt habe ich wieder verbunden. Okay. Was sagt der hier eigentlich? Ah, oh, okay. Was sagt der hier? Machine. Meistervilla. Grillvilla, irgendwas und noch eine Fahne. So ein Über. Aus dem Weg. Lol, ich sehe das gesamte Stromnetz der Region von hier aus. Ja. Auch über die Autobahn. Ja. Was sagt denn der hier? Wettenreiz des Bösen? Natürlich, ja! Mann, ich mache immer noch kein Dr. Wu. Dummes Kind. Wer nichts wagt, der gewinnt nicht. Bauen wir das Brandenburger Tor. Was wollen jetzt eigentlich alles mit ihren Sehenswürdigkeiten? Ich bin keine sehenswürdige Stadt. Ja, der ganze Müll satt. Bla, bla. Ach ja. Weiß zwar nicht warum, aber ich finde es gut, dass gerade bei mir alle Leute ausbauen. Ach ja, ach ja. Ist eigentlich Müll aus. Habe ich eine Verbrennungsanlage.
Eine Frage an David. Ja. Wenn was, also nur so eine Frage. Du warst auch für das Geschenk nicht im in einem Shop, wo man erst ab 18 rein darf. Nein. Wenn ihr ja, das wenn Geschenk... du meinst, dass ich da viel Spaß mit haben werde. Das ist das Geschenk, gesagt, denke. Ich weiß nicht, ob du damit viel Spaß haben wirst. Ist das eine Wollsocke? Nein. Ach ja, Lennart. Ein Waschlappen? Lennart, du kannst mich fragen, was du willst. Ich sag dir eh nicht die Antwort. Du doch. Okay, es ist ein Waschlappen. Nein, warte. Lennart, wenn du es errätst, dann sage ich wirklich, was es ist. Also wenn du wirklich das sagst, was es ist, dann sage ich auch ja, ob es das wirklich ist, aber du wirst nicht erraten. Deine Mutter? Richtig! Richtig! Genau das. Ganz genau das. Wusste ich doch! Ich meine ja, viel Spaß mit haben und so, stimmt ja. Ach, danke. Ihr seid die Besten. Vor allem, weil ich auch voll viel damit zu tun habe. Was sagt mein schöner Hafen hier so? 130 Passagiere pro Schach. Ja, ich kann Maxis Bands Villa upgraden oder so. Nee, wie geht das jetzt? Doch, ich kann was anbauen. Ist das ein Superheld? Ja. Also wie Duffman? Ganz genau wie Duffman. Verbrechen! Ach ja, der Maxismann. Unzufrieden Bewohner. Ja, wenn ihr dummen Typen einfach zu dumm seid, um zu kacken, dann kann ich auch nichts dafür. Oha. Ist aber so. Die sind einfach zu dumm, um zu kacken. Was bist du? Du bist zu dumm zum Kacken? Nein, die Bewohner von mir. Ja. Sind sie wirklich? Oh, das ist ja gut. Oh. Beleidigt. Ja. Erforschung eines Projekts. Control Letter Lage. Ich habe Polizeiprobleme. Sehe ich gerade. Ja. Mein Typen wollen nicht. Boah, das sind immer noch 6 Typen, ne? Was uns unglücklich macht. Wir brauchen demnächst mehr Läden, sonst irgendwas. Mit ihnen. Sie fehlen. Jedenfalls sind sie unpflicht. Und sie verlieren Mieteinnahmen. Wie viel kostet das hier nochmal? Hightech 100. Ah, das habe ich ja gleich. Nur noch ein Tag. Nee, 2 Tage. Noch was ist das? Aber vielleicht noch so richtig viel Plus, Alter. Und die Miete und ihre Miete bezahlen. Sorgen die dafür, dass die Büroetagen voller Arbeiter sind, um durch großzügige Profitbeteiligung Gewinne zu erzielen. Ja, komm jetzt hier. Ja. Büroetage, Büroetage, Hightech. Brumm. Nee, hup. Alter. Brand. Zu viele Verbrecher. Morde voll im Gang. Zu viele Verbrecher. Was steht hier? Zu viele Verbrecher. Nö, ich glaube nicht, dass ich zu viele Verbrecher habe, oder? Verbrechen! Büroetage Hightech! Boom! Büroetage Hightech! Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Möchte auch weniger plus was? Kein Forschungsprojekt. Vielleicht mal ein neues Forschungsprojekt aufgeben, wenn ich genug Geld hätte. Erforschst du gerade schon was, David? Nein, ich baue die gerade aus. Okay, dann mache ich jetzt erstmal Wellenkraftwerk, okay? Ich erforsche das Wellenkraftwerk. Oder soll ich direkt Akademie Stufe 3? Ja, mach mal, Alter, ich brauche. Nee, ich mache erstmal das Wellenkraftwerk, das Nötige, das brauche ich wirklich. Ich möchte das Wellenkraftwerk haben. Sind in der Region abgeschlossen? Forschung abgeschlossen? Hä? Warum Forschung in der Region abgeschlossen? Warum Forschung abgeschlossen? Was ist der Unterschied? Keine Ahnung.
Ich glaube, weil irgendwie Forschung in der Region, irgendjemand anders hat das schon abgeschlossen. Nee, aber die ersten, du hast ja keine Akademie, die ersten drei habe ich ja alleine abgeschlossen. Ja, trotzdem steht da so. Oh. Ja. Oh, wegen Kraftwerk. Komm jetzt hier. Alter, wie viel macht man? Was sagt er hier? Profit heute minus 8.000, 9.000. Das ist hier schön. Ich mache alles falsch. Hui, Wellenkraftwerk. Alter, ich habe so Krankenhausprobleme. Du bist ja auch krank. Guck mal, warum sagt denn dauernd kapaziert nicht mehr an Nachbarn verkaufen? Er soll es aber kapaziert an Nachbarn verkaufen. Hä? Kapaziert an Nachbarn verkaufen. Kapaziert an Nachbarn verkaufen, habe ich gesagt. Kapaziert an Nachbarn verkaufen. Kapazität an Nachbarn verkaufen, du dummes Ding. Ja, aber ist doch so. Guck mal, ich klicke da an, schick Kapazitäten an Nachbarn verkaufen. Klick drauf, ne? Ich klicke jetzt drauf. Jetzt schieße ich das, da ist ein Häkchen. Jetzt eröffne ich das und das ist wieder weg. David, warum ist das so? Keine Ahnung. David, warum ist das so? Alter, meine Stadt läuft gerade so schlecht. Meine irgendwie auch. Alter, dieser eine Megaturm macht am Tag minus 61.000. Ich habe gerade den einen ausgemacht. Und schon habe ich wieder plus 6.000. Meine Patentetage 2 macht dann macht am Tag irgendwie 4.000 plus. Passmententage 3 macht 51.000 minus. Und Büroetage minus 15.000 am Tag. Ja, das ist bei mir genauso ähnlich. Der andere Megaturm macht am Tag 10.000 plus. Bei mir 16.000 plus, deshalb. Ach, der kann ja auch. Alter, das regt so auf. Unzufrieden Bewohner der Apartmentetage. Ich City mehr gezockt habe. Warum kann man eigentlich nicht die Apartmentetage 3 einfach abschalten? Nur die eine Etage. Braucht mehr Arbeit, um Gewinne zu machen. Ja, guck mal, und warum ziehen die da nicht ein? Weil wir möchten Sicherheitsetage wollen. Damit kannst du nicht irgendwie mal Dinge erforschen da. Diese da. Ne, war schon. Diese Sicherheitsdrohnen. Dazu brauchst du aber selber was. In deiner Stadt. Was denn? Du brauchst eine Omega-Co-Fabrik, die das produzieren. Ich könnte dich bauen. Ja, und Mach du brauchst, du brauchst halt noch, wie heißt das? Warte. Ich vergesse das jedes Mal. Ey, die kostet ja nur 100 die Stunde. Soll ich dir einfach jetzt mal kurz bauen? Und warte, du brauchst noch. Und was anderes, du brauchst ach ja, hier halt die Chips, Prozessoren brauchst du noch. Ja. So. Omega wird mittels eines patentierten wissenschaftlichen Vorgangs das Ziel des Rohres können wir das noch besser abbauen. Die LKWs liefern das Omega. An die Industrie mit der Stadt, bla bla. Genau, ich kann. Bla bla. Ich würde gerne Drohnen bauen, aber es geht nicht. Markentreue hat ihren Vorteil. Franchise nehmen. Ja, bla bla. Was ist das da? Das ist eine Omega-CO-Zentrale. Natürlich. Bla bla bla, können Sie sich auch ein Geschäftsmodell mit Ihren Freunden teilen? Bla bla bla. Okay. Ich weiß, dass ich Prozessoren brauche. Alter, mein Schiff ist gerade so scheiße, ey. Hab ich jetzt in meiner Stadt? Cool, und Eisen meine Stadt. Nope, ich hab kein Eisen in meiner Stadt. Hab ich auch. Nee, ich hab auch kein Öl in meiner Stadt. Geil! Ja, super, reicht die Fabrik eigentlich schon wieder abreißen. Ich schließe jetzt einfach. Geil, Junge. Hat es richtig gebracht.